Herzlich willkommen in meiner Diabeteswelt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange schon her ist, dass ich diese Worte gesagt habe. Ich weiß, es tut mir leid, die YouTube-Geschichte hat so ein bisschen abgenommen bei mir. Ist tatsächlich so, dafür bin ich zurzeit doch relativ aktiv auf Instagram unterwegs. Also wer hier mich nur von YouTube kennt, vielleicht von früher, und mich gerne so ein bisschen mehr verfolgen möchte, der kann auf jeden Fall bei Instagram vorbeischauen. Aber es soll in diesem Video darum gehen, dass ich zum dritten Mal schwanger bin. Wahnsinn, hätte mir das vor ein paar Wochen, Monaten jemand gesagt, hätte ich das nicht gedacht, nicht geglaubt, aber es ist so. Man sieht es schon sehr, sehr deutlich. Ich befinde mich derzeit am Ende der 13. Woche. Und möchte jetzt in diesem Video so ein bisschen von den ersten Wochen, von den ersten 3 Monaten, einfach vom ersten Trimester berichten. Schwangerschaft mit Typ 1 Diabetes, immer noch ein Thema, worüber viel zu wenig berichtet wird, worüber es viel zu wenig Informationen auch online und generell auf allen medialen Plattformen zu finden gibt. Ich weiß, dass es damals, als ich angefangen habe, mit YouTube nichts gab. Es gab, glaube ich, einen Erfahrungsbericht einer Typ-1-Diabetikerin während der Schwangerschaft online zu finden, aber mehr nicht. Und ein Erfahrungsbericht ist quasi keiner. Das geht gar nicht. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich grüße auch erstmal hiermit alle Mitschwangeren. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Vielleicht bist du ja gerade auch schwanger. Zum Beispiel ist ja meine liebe Lisabeth ist gerade schwanger und hat auch schon ganz viel Content geliefert zum Thema Typ 1 Diabetes und Schwangerschaft. Schaut da auf jeden Fall bei Instagram und YouTube und Facebook und überall bei ihr vorbei. Und jetzt würde ich sagen, starte ich mal mit meinen ersten 3 Monaten. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich schwanger bin. Und zwar hat der Schwangerschaftstest, also ich habe erstmal einen ganz normalen gemacht, ohne Wochenanzeige. Und der hat halt positiv angezeigt. Und da war ich vollkommen perplex und habe es gar nicht glauben können, weil rechnerisch gesehen hätte es gar nicht klappen dürfen. Das bedeutet, dass sich mein Eisprung tatsächlich verschoben haben muss. Und in diesem verschobenen Eisprung, da bin ich tatsächlich dann auch schwanger geworden. Also richtig strange. Ist mir davor die Male nämlich nicht passiert. Ich hatte immer sehr regelmäßig meine Tage nach den Geburten der beiden Kinder. Bevor ich das erste Kind bekommen hatte, hatte ich teilweise 6 Monate auch mal gar nicht meine Periode. Wegen dem PCO-Syndrom. Das war ja auch eigentlich der Grund, warum mir damals gesagt wurde, schwanger ohne Hormontherapie. In meinem Zustand gar nicht möglich. Ich hatte zum Glück vorher so eine Phase, in der ich mich ketogen ernährt habe und dadurch ist mein HbA1c von diesen ganz hohen Werten, die ich davor wiederum hatte, weil nach der Geburt von Juna habe ich mich eine Weile lang nicht gut um meinen Diabetes gekümmert, muss ich ganz ehrlich zugeben, was total der Fehler ist, das weiß ich auch. Aber ich habe mich einfach nicht gut drum gekümmert und war bei einem HbA1c von 8,6 oder sowas. Und bin dann schon ein bisschen niedriger gewesen, weil ich halt mit der ketogenen Ernährungsweise angefangen habe und somit auch keine oder so gut wie keine Kohlenhydrate zu mir genommen habe. Und lag dann ungefähr so, es muss im 7er Bereich, Anfang 7er Bereich, hat zumindest mein Dexcom angezeigt. Mittlerweile bin ich so ungefähr bei 5,8. Das ist aber auch noch nicht mein Ziel. Ich möchte noch ein bisschen niedriger kommen. Aber es war schon mal nicht ganz so ein katastrophaler Anfangs-HbA1c. Also war das diesbezüglich schon mal alles in Ordnung. Ich wusste ja auch sofort, was ich machen muss. Ich habe diesmal nicht zuerst meinen Diabetologen angerufen, tatsächlich, sondern habe zuerst einen Gynäkologentermin ausgemacht, weil, was den Diabetes anbelangt, in der Schwangerschaft fühle ich mich sehr sicher. Mit den ganzen Erfahrungswerten, die ich mittlerweile gesammelt habe, nicht nur durch meine Schwangerschaft, sondern auch durch ganz viele Schwangerschaften von euch, durch den Austausch, durch die Vorträge, durch die Veranstaltungen, die ich besucht habe und immer noch besuche, jetzt gerade nicht Corona und so, aber ihr wisst, wie ich das meine. Auf jeden Fall, das ist okay, damit komme ich zurecht. Deswegen war ich erst vor, lass mich nicht lügen, vor 2 Wochen ungefähr, aber nur zur Blutabnahme bei meinem Diabetologen und habe halt mit ihm telefonisch jetzt gesprochen. Er hat mir nach dem HbA1c halt echtes Go gegeben und hat gesagt, du machst es super, mach es weiter so, wenn du ein Problem hast, melde dich bei mir und fertig. Also wir sind auch mittlerweile per Du, das ist echt ein ganz schönes Verhältnis einfach und er vertraut mir das sehr. Aber ich weiß, dass sobald halt etwas wäre, sobald ich nicht mehr weiter weiß, sobald wirklich irgendwas Dringendes ist, ich kann jederzeit hingehen, ich kann jederzeit ihn anrufen.
Deswegen, ich fühle mich sehr sicher und bin somit auch gut umsorgt und versorgt mit allem. Kurz vor Jonas Geburtstag, also 2 Tage, glaube ich, davor, sie hat im Mai Geburtstag, also es war wirklich kurz vor ihrem Geburtstag, hatte ich diesen positiven Test und dachte mir, oh mein Gott. Und dann haben die Schwangerschaftstests alle Woche 2 bis 3 angezeigt, also 2 bis 3 stand dann da drauf. Das bedeutet aber, man ist in der 4. bis 5. Schwangerschaftswoche. Also ist quasi der Fötus ist dann, beziehungsweise der Embryo in dem Fall, ist noch kein Fötus, der Embryo ist dann 2 bis 3 Wochen alt. Aber man ist in der 4. bis 5. Schwangerschaftswoche. Die Rechnerei in der Schwangerschaft ist complicated. Also die ist wirklich brutal, bis man sich da zurechtgefunden hat. Das dauert ein bisschen, aber so rechnet man. Und dann war das eben so, dass ich in der 4. bis 5. Woche gewesen sein musste. Das wusste ich dann. Und ich habe auch ein paar Tage später dann nochmal eingemacht und dann stand da auch schon 3 plus. Das bedeutet, das war auch so ein bisschen mein Test, okay, steigt jetzt der HCG-Wert, weil das ist ja das, was diese Tests halt messen, ne? Also man pinkelt da drauf und dann wird quasi die Konzentration ja im Urin gemessen. Und wenn er steigt und es weitergeht, dann wusste ich, dass erstmal alles okay ist. Dann hatte ich meinen ersten Frauenarzttermin und war danach gar nicht mehr glücklich. Also da kommen mir jetzt auch noch die Tränen halbwegs, wenn ich daran denke. Das ist so gewesen, dass ja, ich mich dann auch schon sehr gefreut habe. Und sie hat den Ultraschall gemacht und hat einfach nur gesagt, da ist halt eine leere Fruchthöhle. Und mehr nicht. Und es gibt jetzt erstmal keinen Grund zur Freude. Also sie hat auch Blut abgenommen. Im Urin war die Schwangerschaft positiv. Aber es kann halt sein, dass sich da nichts entwickelt, sagte sie dann auch knallhart. Und das war echt ein Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Also es war halt auch einfach nur unglaublich früh. Es war in der 5. Schwangerschaftswoche. Und Leute, das ist jetzt echt meine Bitte. Lasst euch da nicht verunsichern. Wenn ihr sowas hört, so wie das jetzt bei mir der Fall war, das ist blöd, dass einem das so gesagt wird, weil zu diesem Schwangerschaftsalter ist das vollkommen normal, dass man nur eine leere Fruchthöhle sieht. Was soll denn da sonst auch schon zu sehen sein? Das ist vielleicht so eine Woche später, ab der 6. Woche, grob gesagt, das ist jetzt nicht perfekt genau, aber ungefähr ab da kann man dann auch theoretisch ein Embryo erkennen. Dass man davor nur eine leere Fruchthöhle sieht, ist ganz oft der Fall. Und es ist eigentlich nichts, wo man jemanden dann verunsichern müsste und mit einem Gefühl nach Hause schickt, von wegen in 4 Wochen hast du deinen nächsten Termin und dann sehen wir weiter. Ja. Also es war wirklich brutal. Wir sind 2 Wochen später in Urlaub gefahren. Bis dahin ging es mir richtig scheiße. Nicht nur physisch, psychisch, also psychisch, sondern auch dann physisch wegen meinem Blutzucker. Denn mein Blutzucker hat dann einfach mal gemeint, oh. Okay, Party People, wir sind jetzt die ganze Zeit über 250 und wollen nicht mehr runtergehen. Das Phänomen hatte ich ganze 2 Wochen lang. Das war auch diese Zeit meiner Panik, aber hatte, glaube ich, damit nichts zu tun, eher, sondern war einfach so, hormonelle Umstellungen. Ich habe 5 Liter Wasser von jetzt auf gleich, also 5 Kilo von jetzt auf gleich zugenommen. Ihr wisst ja, oder viele wissen, dass ich noch ein Lipödem und ein sekundäres Lymphödem habe. Und habe jetzt auch schon eine Menge zugelegt in der Schwangerschaft. Habe ja davor wirklich ketogen, low carb mich ernährt und habe jeden Tag 1,5 Stunden Sport gemacht. Habe dann von jetzt auf gleich auch wirklich aufgehört mit Trampolin, aufgehört mit Hula Hoop und aufgehört mit diesen ganzen extremen Fitnesssportarten, die ich da so betrieben habe. Seilspringen und so, alles nichts für die Schwangerschaft. Habe ich jetzt echt gelassen und versuche mich jetzt so ein bisschen sanfter zu bewegen, so ein bisschen zu tanzen, aber nur so ein bisschen. Ja, mini, also halt nicht so krass, wie ich es da gemacht habe. Ne? Also ich bewege mich schon weiterhin, klar, ist wichtig, aber eben nicht mehr so ein Ausrastmodus, was ich davor gemacht habe. Und das hat man wirklich gemerkt. Also ich hatte davor sehr gut abgenommen, bin auch mit einem Startgewicht in die Schwangerschaft gegangen. Und zwar hatte ich 14 Kilo weniger, als ich bei den anderen beiden Schwangerschaften vorher hatte. Das ist schon mal super. Es war ein sehr gutes Startgewicht für mich. Und ich habe bis jetzt, also in den ersten 3 Monaten, quasi 8 Kilo zugenommen. Davon ist natürlich eine Menge Wasser. Ihr wisst, dass ich auch Kompressionskleidung trage. Kann ich gerade nicht. Mein Bauch ist dermaßen explodiert, dass mir nichts passt und meine neuen Kompressionshosen kommen dann erst.
Ja, auf jeden Fall war ich jetzt aber eigentlich ja gerade am Anfang der Schwangerschaft, wie ich davon erfahren habe. Und dann waren eben diese 2 Wochen, in denen mein Blutzucker unglaublich hoch war. Und dann waren wir im Urlaub an der Nordsee bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern. Und dort ging es mir auch am Anfang nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt zum Frauenarzt. Und dann bin ich halt zu dem von meiner Mama. Und bin da sofort dran gekommen, trotz Corona, trotz irgendwas. Musste gar nicht lange warten, das war so cool. Dann hat die Frauenärztin mich halt direkt auch auf den Stuhl gesetzt und hat gesagt, ja, wir klären das ab, wir gucken sofort hier Typ 1 Diabetes und so, das machen wir direkt. Und hat dann geguckt und hat halt den Herzschlag dann quasi sehen können, so richtig. Und also das Herzchen hat geschlagen. Sogar schon, es war nicht nur ein Embryo zu sehen, sondern das Herzchen hat sogar geschlagen. Und ab da ist ja wirklich, dann war ich glaube ich so in der 8. oder doch in der 8. Schwangerschaftswoche 7 plus 5 oder so. Und das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt, an dem das Herzchen schlägt, ist wirklich das Allergröbste vorbei. Also diese ersten 12 Wochen, die ja kritisch sind, es kann immer was passieren, das ist uns allen klar. Aber diese ersten 12 Wochen, die eben so kritisch sind, sind nochmal unterteilt in der Gefahrenstufe. Also die erste Zeit, die ersten Wochen, in denen passieren wirklich sehr häufig auch Abgänge. Sobald das Herzchen aber schlägt, passiert das immer weniger. Und dann ab der 10. Woche ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gering. Und dann nur noch so um die 1%, 1,8 oder so. Also es gibt da Studien, es gibt wirklich viel auch nachzulesen. Ich habe sehr viel nachgelesen, was nicht immer gut ist. Ich bin aber so ein Mensch, der alles irgendwie nochmal nachgucken und nachlesen muss. Und habe ich halt gemacht. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so weit und dann war ich zu Hause irgendwann und dann ging es mir auch wieder viel besser. Und dann hatte ich jetzt meinen letzten Ultraschalltermin am Ende der 12. Woche, genau, 2 Tage vor dem Wochenwechsel in die 13. Woche, hatte ich meinen letzten Frauenarzttermin, da wurde im Ultraschall auch nochmal nachgeschaut und auch jetzt ist alles bestens. Also das Babylein entwickelt sich sehr gut. Der Entbindungstermin liegt im Januar. Meine Kinder kommen ja in der Regel früher, aber es ist eher so Richtung Ende Januar. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es noch ein Dezember-Mäuschen wird. Ich denke, es wird dann wirklich ein Januar-Baby. Ja, mir geht's gut. Mir ist zwischendurch zwar mal schlecht gewesen, so in der 8., 9., 10. Woche, aber überhaupt nicht krass übelkeitsmäßig oder so. Dadurch, dass halt mein Bauch direkt in der 7. Woche schon hochgeploppt ist und nach vorne geploppt ist, ich zeige euch das auch gleich noch, das ist echt brutal. Also das kann man eigentlich gar nicht glauben. Wenn ihr mich gleich seht, denkt ihr hundertprozentig 6. Monat, 7. Monat oder so. Nee, Leute, noch nicht mal 14. Schwangerschaftswoche. Das ist so viel zu dem Thema. Anfang 4. Monat, aber Hauptsache ein Bauch wie 6., 7. Monat. Kein Problem. Läuft bei mir. Wahnsinn. Aber es ist auch ganz unterschiedlich, ist bei jeder Frau anders. Und man sagt auch, wenn man eh so veranlagt ist, eher einen großen Bauch zu bekommen, ist es halt echt von Schwangerschaft zu Schwangerschaft auch krasser. Ja, mein Insulinbedarf jetzt, möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, ist ein wichtiges Thema, ist nicht erhöht im Vergleich zu vorher. Also jetzt habe ich noch keinen Anstieg gehabt. War in den beiden anderen Schwangerschaften auf jeden Fall direkt von Anfang an so, dass ich mehr Insulinbedarf hatte. Klar, diese 2 Wochen, die dazwischen waren, die extrem waren, da hatte ich natürlich einen sehr hohen Insulinbedarf, aber das war ja wirklich irgendwas ganz Komisches. Ich glaube, da musste mein Körper sich wirklich komplett einmal umstellen. Da waren die Hormone bestimmt extrem krass, die Schwangerschaftshormone. Und da war es einfach so, was soll ich machen? Ich habe wirklich 7-mal am Tag 15 Einheiten korrigiert. 15 Einheiten. Mein Körper hat nicht angesprungen auf das, also ist nicht null angesprungen auf das Insulin. Jetzt ist es gerade so, dass ich sehr insulinempfindlich sogar bin. Also mehr als ich im nicht schwangeren Zustand war und das schon seit ein paar Wochen. Mein Körper reagiert binnen 10 Minuten auf Insulin. Ich habe noch keinen Spritzessabstand. Ich habe wirklich noch keinerlei Probleme derzeit, außer diese 2 besagten Wochen. Mit meinem Diabetes. Also es ist wirklich alles im Lot. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich überlege gerade. Heißhungerattacken, ja. Gelüste, ja. Ich hätte eine Weile lang, ich musste mich wirklich zügeln, was auch Schokolade und so angeht. Also ich hätte nur Schokolade essen können. Das ist voll krass gewesen. Ist jetzt aber zum Glück auch nicht mehr so seit ein paar Wochen. Das hat sich das wirklich eingependelt. Und ja, gewichtsmäßig habe ich es euch auch schon berichtet. Dann würde ich sagen, lasst es mich gerne wissen, wenn ihr noch Fragen habt. Stellt mir alle Fragen, die ihr wissen wollt.
Ich habe mittlerweile so viel Erfahrung auf diesem Gebiet und gebe die gerne an euch weiter. Ich freue mich auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Und jetzt zeige ich euch noch meinen Bauch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ja, es wird wieder Schwangerschaftsupdates geben. Und nein, nicht nur alle 3 Monate, sondern ich werde es vielleicht so alle 2, 3 Wochen machen. Wie wollt ihr das denn haben? Also jetzt passiert halt gerade bei mir nicht viel. Ich merke das Würmchen schon. Jetzt halten mich auch alle für verrückt. Ich merke es ganz selten und ganz zart. Aber ich spüre das schon. Und das ist auch ein Phänomen. Aber sogar meine Frauenärztin hat gesagt, dass sie bei ihrer dritten Schwangerschaft ihr Baby schon ab der 12. Woche gespürt hat. Und bei mir ist es so ab der 13., seit der 13. Woche, dass ich ab und zu mal was merke. Krass, gell? Voll früh. Ja. Jetzt, genau. Tschüss, ihr Lieben. Ich halte jetzt meine Klappe, wünsche euch einen ganz schönen Tag oder Abend und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.